Stakeholder, präsentiert von We Show It. Der We Show It Podcast rund um gutes Fleisch, interessante Menschen und spannenden Geschichten, von denen wir alle was lernen können. Produziert mit der Chevy Lady und einer Autolänge Abstand aus der Motor World Köln. Stakeholder.love mit Chevy Ben, Fleischherr Thomas und Anne Bahr als Gastgeber und Moderator. Klingt komisch? Wird es hoffentlich zwischendurch auch. Und nun viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von We Show It, einem neuen Format, das heißt Stakeholder. Erstens, weil der Thomas mit dabei ist. Wie man sieht, kann er ein T-Shirt tragen mit Fleisch drauf. Und er kann ziemlich gut Steaks tragen und halten vor allem. Aber weil wir bei We Show It manchmal ein bisschen den Rahmen sprengen, haben wir uns eine neue Gastmoderatorin eingeladen, die für die Contenance in dieser Runde sorgen wird. Okay. Und die Stimme der Chevy Lady ist eigentlich, weil sie auch auf unserer letzten Veranstaltung als Moderatorin fungiert hat. Und deswegen freue ich mich sehr, dass der Thomas Müller als Fleischbotschafter heute dabei ist. Und unhöflicherweise habe ich die Anne als Zweite erst vorgestellt. Aber die Anne ist halt mit Gastgeberin in dieser Runde und der Thomas ist unser erster Gast, liebe Anne. Yes. Von daher auch herzlich willkommen an die liebe Anne Rothäuser. Ich glaube, beide stellen sich noch einmal kurz lieber vor, bevor ich mich verhaue, weil die beiden haben schon so viel gemacht und sind so aktiv in den unterschiedlichsten Bereichen, dass ich mich freue, dass der Thomas einmal Hallo sagt. Ja, hallo, Thomas mein Name. Ich bin der Fleischbotschafter. Bin im Internet in Deutschland in der Fleischszene irgendwie mit diesem Namen bekannt geworden und eigentlich bin ich IT-Berater. Auf der anderen Seite grille ich sehr gerne. Koch sehr gerne, mach alles, was rund um das Thema Fleisch passiert, Foto, Video. Und ja, ich wollte schon immer mal auf einer größeren Bühne grillen und bin dann irgendwie mit euch hier gelandet. Ja, die Anne hat hier aufgebaut und Anne, wer bist du denn überhaupt? Ja, ich habe das hier alles ein bisschen nett arrangiert für euch, dafür bin ich zuständig. Ich bin so ein bisschen Good Girl, ne? Für alles und nichts. Das ist korrekt. Außerdem hat der Dirk dir den Titel gegeben, Ben. Ungebremst. Also dich kann man eigentlich nicht bremsen. Aber das ist so ein bisschen mein Job, habe ich so verstanden. Das ist ein abgefahrenes Format, hoffentlich bald. Ich glaube auch. Wir wissen ja selber noch nicht, wo die Reise hingeht. Aber das ist das Spannendere, warum ich mit dir jetzt hier reinspringe. Und wer bist mein Name ist Anne Rothäuser. Und was machst du normalerweise in deinem sozialen Leben, wenn du nicht auf einer Bühne grillst? Sozialen Leben, das geht dich jetzt erstmal gar nichts an. Das finden wir auch noch raus. Beruflich habe ich bisher, also mein Zuhause ist eigentlich auch der Eventbereich. Habe viele Events gemacht und bin immer weiter in die Moderation gerutscht. Am Anfang so Performance-Geschichten, Living Dolls, so, und dann kam Spiel dazu, dann kam Sprache dazu und dann bin ich in die Moderation gerutscht im Eventbereich. Und das wird ja ein bisschen einsam. Also moderieren ist ja oft, selten in Fällen so Co-Moderation. Man ist immer so ein bisschen alleine und so kam dann immer mehr Spielspaß über Kollegen, die man kennenlernte, so wie mit dir jetzt auch, dazu. Und dann habe ich immer geguckt, okay, wenn mir einer auf die Schulter klopft, schau mir das mal an und mach mit. Und bin aktuell auch ausgebremst mit dem Pension. Bei der Pension, dem Satire-Magazin, das gibt es ja auch als Videoformat und es gibt eine Live-Show. Wir haben jetzt gerade 3 Jahre lang die erste Live-Show abgespielt und waren gerade dabei, durchzustarten mit der neuen Show. Und da warten wir jetzt mal ab und dann habe ich in Köln auch ein Format. Ich wohne in Köln und deswegen habe ich einen starken Köln-Bezug und spiele hier auch mit 2 Kolleginnen einen ganz bestimmten, ja, sehr spezielles, eigentlich neu erfundenes Genre, Actionlesung. Und da geht es immer so um Köln, Stadtgeschichte und so, Mission Colonia. Das sind so die aktuellen Bühnensachen. Und eigentlich sind wir jetzt hier, was heißt eigentlich? Nein, wir sind in der Motorworld Köln, wo die Chevy Lady ihr Zuhause gefunden hat im Dezember. Und dadurch haben wir einen sehr netten Menschen kennengelernt, der uns diese ganze, dieses Surrounding quasi ermöglicht. Das ist der Dirk, den wir gleich auch noch herzlich hier auf der Bühne begrüßen wollen und werden uns hoffentlich hier in Zukunft häufiger in dieser Konstellation mit einem Gast, weil wir haben ja noch einen freien Platz, hier treffen. Tendenziell sollte der Gast immer nicht vegetarisch sein, weil wir immer ein saftiges Stück Steak am Start haben werden. Wenn jemand was trinken möchte, sagt er bitte Bescheid, kann sich hier bedienen. Ansonsten würde ich sagen, Anne, möchtest du ein Stück Fleisch? Ja, sehr gerne. Du, Thomas, was hast du denn dabei? Na dann, bevor ihr mich weiter hier ins Kreuzfeuer nehmt, ich habe schönes amerikanisches Wagyu-Flanksteak dabei. Passend zum Auto, amerikanisch. Oh. Erzähl doch noch mal 2 Sätze zum Hintergrund oder sollen wir erst probieren? Ihr wollt doch erst probieren, oder? Ich höre hier einen Knochen im Magen und ich höre hier einen Knochen im Magen. Ja, echt, genau. Deswegen habe ich gerade so begeistert gesagt, ja, auf jeden Fall. Ich habe echt Hunger inzwischen. Ich habe nicht nur gutes Fleisch dabei, ich habe auch einen richtig guten Grill dabei. Ein Beefer Oberhitzegrill steht hier direkt nebenan. Und man spricht praktisch gar nicht mehr von Grillen, sondern eher von thermischem Veredeln.
Das dauert 2, 3, 4 Minuten, dann ist da die erste Ladung fertig. Okay. Dann gehst du 3, 4 Minuten zum Beefer und die Anne als Gastgeberin heute darf den All About Love Gast Dirk auf unserer Bühne begrüßen.